Willst du gerettet werden vor der ewigen Verlorenheit, vor der Hölle? Und willst du in die Gegenwart Gottes kommen, in den Himmel? Dann kannst du das heute und jetzt gerettet werden. Dafür musst du keine bestimmten religiösen Handlungen tun. Du musst keine Kirche oder Pfarrer aufsuchen, sondern du kannst heute und jetzt dein Leben in Sicherheit bringen für Zeit und Ewigkeit. Dafür musst du zunächst ehrlich und aufrichtig erkennen, dass du ein verlorener Mensch bist, dass du Rettung benötigst. Du musst erkennen, dass du Schuld hast in deinem Leben, die dich von Gott trennt. Wenn du diese Einsicht nicht hast, bleibst du ein verlorener Mensch. Aber wenn du erkennst, ja, ich habe Schuld und Sünde in meinem Leben, ich brauche Vergebung dieser Schuld, ich brauche Rettung, dann kannst du umkehren und damit zu Jesus Christus kommen. Denn Jesus Christus ist der Retter, er ist der Weg und er ist der Einzige, der deine Schuld vergeben kann, der dich retten kann. Denn er ist es, der für deine Schuld gestorben ist und auferstanden ist. Die Frage ist nur, vertraust du Jesus Christus? Vertraust du ihm, dass er dir vergeben kann? Vertraust du ihm, dass er dich retten kann? Du brauchst Vertrauen, vielleicht hast du auch noch Zweifel und Unsicherheiten, das ist normal für uns Menschen. Aber du brauchst ein wenig Vertrauen auf Jesus Christus, dass er dir deine Schuld vergeben kann. Und wenn du sagst, ja, ich vertraue darauf, ich will dieses Angebot der Vergebung annehmen, dann kannst du jetzt zu Jesus Christus kommen. Du kannst es aussprechen vor ihm und es gibt eine Zusage im Wort Gottes, die sagt, dass jeder, der Jesus Christus um Vergebung bittet, dem wird die ganze Schuld vergeben für Zeit und Ewigkeit. Und du kannst dieses Angebot annehmen, indem du zu Jesus Christus gehst und es aussprichst. Das nennt sich Gebet. Du kannst ihn darum bitten. Du kannst sagen, Herr Jesus Christus, ich komme zu dir und will gerettet werden. Bitte vergib mir meine Schuld, vergib mir meine Sünden. Sei mein Retter und Erlöser, Herr Jesus. Und wenn du das tust im Vertrauen, dann bist du ein geretteter Mensch. Du bekommst ein neues Leben von Gott. Du bist ein geretteter Mensch und Jesus Christus begleitet dich in Zeit und Ewigkeit. Vertraue auf ihn und nimm das Angebot heute noch an.